Hallo liebe Leute, und weiter geht unsere Flohjagd bei Block für Super Nintendo. Und wir versuchen uns hier immer noch wirklich gegen sämtliche Flöhe zu jagen, nachdem wir ja beim letzten Mal einiges geschafft haben. Wir haben mit Block die Pogo-Brüder besiegt, haben seine Fahne zurückgeholt. Dann kam die Flöhe auf die Insel, dann waren wir in der Vergangenheit bei Großvater Block, wo wir dann auch wieder die Pogo-Brüder besiegen durften. Aber jetzt versuchen wir hier diese Flohqual endlich von uns zu lassen. Ja, mit dem Amulett, was wir übrigens jetzt für Block bekommen haben, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, einen Spezialmove einzusetzen, was ich jetzt mit L und R machen könnte. Dann können wir nämlich Muscheln schmeißen und Block wütender werden lassen. Allerdings, die Aufopferung von Muscheln kann den Nachteil bringen, dass wir keine Leben kriegen. Sprich, ich werde diese Muscheln jetzt wirklich so weit aufsammeln, dass ich wirklich die Leben kriege. Ich verzichte auf diesen stärkeren Angriff dafür, weil Block müsste dafür richtig wütend werden. Diese Viecher hier sind gerade wirklich sehr lästig, aber die hatte ich noch sehr gut in Erinnerung. Ah, naja, die werden noch etwas schrecklicher. So, jetzt muss ich nur erstmal hier ein bisschen vorankommen. Ich hoffe, auf jeden Fall habe ich auch einige Kommentare auf meinen letzten Videos bekommen. Nämlich der Final Messenger 13 wollte in dem Fall auch wissen, was passiert, wenn ich jetzt in diesem Spiel komplett Game Over gehen sollte. So dass jetzt meine Continues komplett aufgebraucht sind. Und ich werde das Spiel ohne Save States durchspielen. Was ich dann mache? Ich würde sagen, ich mache das dann so, wenn ich weiß, dass es wirklich ganz knapp wird. Werde ich vielleicht, also wenn es wirklich so weit kommen sollte, was ich nicht hoffe, dann werde ich auf jeden Fall an den Punkt, wo ich das allerletzte Leben habe, mal ein Save State setzen, dass ich dann wirklich nicht komplett nochmal das Spiel von vorne anfangen muss. Also ich werde den Save State dann nicht zu meinem Vorteil nutzen, sondern im Prinzip nur da, um das Level dann weiter fortsetzen zu können. Also, falls es wirklich so weit kommen sollte, werde ich es dann so machen, dass wir es nicht ganz Game Over haben, weil es wäre schon ein bisschen scheiße. Ach scheiße, ich habe gerade gesehen, da wäre was... Egal, ich habe sowieso kaum Energie verloren bisher, von daher reicht die Energie, die ich jetzt gekriegt habe. Okay, die kommen alle aus dem Fenster. Moment, ich kümmere mich erstmal um den Flur hier unten. Der hüpft hier so freundlich rum, er wartet nur darauf, von meiner Handmacht angegriffen zu werden. Und dann schrieb er noch der Sweetest Strength. Ich hoffe immer noch, dass es richtig ausgesprochen ist, dass ich auf jeden Fall darauf achten sollte, dass ich hauptsächlich meine Arme zum Angreifen benutze. Und ja, wenn ich die Beine werfe, das habe ich auch schon öfter bei meinem Durchlauf gemerkt, dass Block dann gerne mal rumhüpft und er dann wirklich sehr schwer zu steuern ist. Und nachdem er alles wirklich geworfen hat, kann man erstmal nicht angreifen. Also diesen Tipp werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und hoffentlich kriege ich das auch so weit hin, dass ich nicht dabei drauf gehe. Okay, 6 Flöhe sogar noch, okay? Die finden wir noch. Dann kriegen wir unsere Flagge und dann müssen wir nur noch ins Ziel kommen. Und dann haben wir die Geisterstadt auch geschafft. Ja, das finde ich auch sehr genial. Wenn wir hier Pause drücken... Ah ne, können wir das nicht sehen, schade. Da unten wird es jetzt sehr gefährlich. Weil hier kommen jetzt rollende Felsen. Wow! Oder rollende Baumstämme, die etwas komisch aussehen. Aber wir sind gewappnet. So, wir sind vorsichtig auf jeden Fall. Hier könnte ich auf jeden Fall wieder nach oben. Da will ich aber noch nicht wieder hin. Ich will erstmal gucken, ob ich hier noch ein paar Flöhe finde. Ich finde vor allem Buchstaben. Das heißt, wir haben schon mal 2 Buchstaben. Okay. Das heißt, wenn ich das Level jetzt ohne Lebensverlust schaffe, ich muss nach oben, okay? Dann kriege ich auf jeden Fall den dritten Buchstaben. Und dann habe ich bei mir ein Block-Continuum und ich muss nicht nochmal in die Vergangenheit. Weil da habe ich ja mein letztes Block-Continuum bekommen und da würde ich dann wirklich fortsetzen müssen. Deswegen hoffe ich, dass ich die Buchstaben soweit voll kriege. Ja, erstmal muss ich gucken, wo die Flöhe da oben, okay. Jetzt sind. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich nach da oben komme. Da den Weg jetzt nochmal hinfinden. Ich glaube, hier muss ich drauf und wo komme ich so nicht? Schade. Block hat leider nicht so einen guten Sprung dafür. Nee, ich muss erstmal noch weiterlaufen. Okay, dann wahrscheinlich hier durch. Und dann hier. Nee, hier geht's auch nicht hoch. Da ist eine Plattform. Okay, Moment, war es nicht irgendwie so, dass man hier... Nee. Konnte man nicht rein, okay. Scheiße? Muss ich etwa doch die eine Plattform da benutzen, die sozusagen hier zu finden ist? Scheiße, ich weiß es nicht mehr so genau. Oh, Mann. Egal, ich probiere es einfach mal. Auch hier kommt schon wieder, okay. Moment, hier sind noch Muscheln. Hier war ich also noch gar nicht. Großes Fragezeichen jetzt gerade, weil... Das finde ich jetzt echt merkwürdig. Ja, ich weiß, dass da oben die Flöhe sind. Da gehe ich auch noch hin.
Okay, die ziehen viel ab. Die ziehen verdammt viel ab. Okay, waren das alle? Kommt noch irgendwas, bevor ich jetzt wirklich gleich tot bin? Das ist wirklich sehr fies. Okay, fahren wir mal nach oben. Ja, jetzt sind wir sogar oben. Jetzt habe ich wirklich etwas Angst. Wenn jetzt etwas aus nichts kommt, dann wäre es fies. Aber da oben haben wir noch was. Ja, hier kommen wir sogar rein. Und hier haben wir eine kleine, ja, man könnte mal sagen, Mini-Bonus-Runde, wo wir jetzt auf jeden Fall sehr viele Muscheln kriegen können. Ich jetzt auf jeden Fall mitgehen lassen werde, weil ich schon allein wegen den Leben, die ich brauche. Deswegen her mit den Muscheln. Und weiter, ab geht's. Und hier muss ich jetzt aufpassen. Diese Blumen schießen. Die schießen mit fiesen Sachen. Mit fiesen Blüten, die mich umbringen. Aber das Leben haben wir schon mal. Und wieder Energie. Okay, wie ich die Energie jetzt gekriegt habe, weiß ich nicht. Ich habe nämlich... Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwie eines dieser Dinge aufgesammelt habe. Achso, ich muss diese Muscheln aufsammeln, damit ich hier... Okay, so, dann mache ich das jetzt mal. Das wird jetzt fies. Das wird jetzt fies. So, habe ich noch gekriegt? Habe ich auch noch gekriegt? Ich weiß mal, wenn das jetzt mal aufhört, oder geht das jetzt ewig so weiter, bis ich die Muscheln sozusagen nicht mehr kriege? Ich versuche es jetzt einfach mal. Vielleicht kriege ich dadurch ja noch mein Leben. Ich bezweifle es. Nein, wir kriegen was anderes. Was denn? Wir werden jetzt zu... Raketenblock, okay. Okay, das wird fies. Da ist ein Juwel, Unverwundbarkeit, ich komme. So, da oben ist der nächste Buchstabe und ich bin raus. Oh. Verdammt. Ich hätte gerne noch den Buchstaben mitgenommen, dann hätte ich nämlich Block schon gehabt. Die Geisterstadt somit überspringen können. Okay, so, komm her. Jetzt wirst du leiden. Spürraketen. Okay, einen Flug gibt's noch. Einen einzigen. Ich glaube, mein Upgrade ist gleich weg. Aber bestimmt nicht mehr lange. Wo ist der letzte Floh? Komm schon, hüpf, zeig dich. Ich will dich jetzt noch besiegen. Hier geht's nach unten. Nee, hier geht's nach oben. Okay, scheiße. Gut, Plattform kommt nochmal zurück. Oh, hoffentlich hält das noch ein bisschen. Hier gibt's Energie. So, sehr schön. Ich lebe noch. Oh nein. Okay, den letzten Flug kriege ich auch so noch hin. Der ist sogar hier oben. Naja, immerhin. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir das Heile hinkriegen. Ich habe jetzt wieder genügend Energie. Nicht, wo ich auch verlieren kann. Scheiße, ich habe das nicht gewusst. Oh Gott. Okay, da unten ist der Flo auf jeden Fall. Jetzt muss ich sehen, wie er springt. Das ist jetzt sehr fies. Okay, so kannst du bleiben, Flo. So kannst du jetzt von mir aus... Oh, hau doch nicht ab. Okay, wir haben's. Jetzt muss ich nur noch ins Ziel kommen. Das heißt, jetzt muss ich wirklich auf diese Plattform achten. Wenn sie ihre Farbe ändern und... sich jetzt einfach mal wechseln. Blöcklein, wechsle dich. Und da oben ist das Ziel. Na toll. Und da sind auch noch solche Scheißviecher dazu. Ja, super. Egal, da komme ich auch noch irgendwie hin. Das Einzige, was mir jetzt passieren kann, ist, dass ich durch diese Viecher sterbe. Auch jetzt kann ich das nochmal. Okay, sehr schön. So, jetzt geh weg. Wunderbar. PLO und jetzt noch K. Das würde ich sogar kriegen, wenn ich das Level jetzt schaffe. So. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Und kriegen sogar ein Block-Continue. Puh, läuft doch einigermaßen gut. Muss ich echt sagen, das ist mit einer Energie. Mann, das war stressig. Finde ich auch. In diesem Level definitiv Block. Also ab zum nächsten. Und jetzt sind die Penkidos an der Reihe. Jetzt schon? Wir sind jetzt schon beim nächsten Boss. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Auf in die Schlacht. Wobei dieser Boss eigentlich nicht allzu schwer ist. Ah, meine Lieblingslache. Egal, wir müssen hier auf jeden Fall gucken, dass wir die Pekinos mit Hilfe von diesen Stachelblöcken hier sozusagen, scheiße, ich habe meine Sachen verloren, anstupsen lassen, dass sie sozusagen dann runterkommen. Sprich, wir müssen lange genug gegenschlagen. Im Prinzip ist die beste Strategie, in der Mitte stehen zu bleiben und einfach mal auf gut Glück hoffen, dass sie runterkommen. Auf jeden Fall hält dieser Boss auch einiges aus. Sie sind zu dritt, das macht das Ganze noch ein bisschen beschissener. Aber wie gesagt, schwer sind sie nicht, weil sie einfach nur solche Sterne fallen lassen.
Zumindest habe ich es immer als Sterne angesehen. Und deswegen... So. Okay, das wird fies. Ich versuche es mal mit der anderen Seite. Na also, den haben wir auch. So, friss. Oh, Mensch. Okay. Läuft aber recht gut. Aber ich finde die Bossmusik hier in diesem Spiel wirklich schon klasse. Zumindest sehr stimmig. Sehr passend in diesem Spiel. Okay, dann versuchen wir es nochmal Angriff. Ja, wenn man sie auf jeden Fall oft genug getroffen hat, dann werden die auf jeden Fall dementsprechend auch schneller mit der Zeit. Und werfen auch dementsprechend mehr Sterne. Was das Ganze dann schon etwas fies macht. Vor allem, wenn der jetzt so beschissen schon wird. Aber das heißt, der Grüne ist bald erledigt. Der Grüne, der Pinky Kuss. Scheiße, keiner wird getroffen, keiner wird getroffen. So. Was ich auch noch in diesem Video anmerken kann. Scheiße. Von den guten Yoshizu habe ich auf jeden Fall auch die Info bekommen, dass die Macher dieses Spiels, also vom Block 1 von hier für den Super Nintendo, dass sie wohl planen, wirklich einen Nachfolger von diesem Spiel nach all den Jahren zu machen. Es gibt auf jeden Fall einen kleinen Webcomic, den die Entwickler sozusagen veröffentlicht haben, welches ich auf jeden Fall im letzten Part dieses Let's Play anfügen werde. So, dadurch, dass dieser Webcomic quasi wirklich an dieses Spiel anlehnt, geschichtlich. So, Nummer 1 ist weg. Ich bin aber auch gleich tot. Ich muss auf jeden Fall zu sehen, dass ich weniger von denen hinkriege. Also, dass ich jetzt gleich wirklich leichteres Spiel habe. Okay, der nächste kommt runter. So, schnell. Okay, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Macht nichts. Noch ist nichts verloren. Ach, Mann. Das wird wirklich jetzt etwas scheiße. Mit denen. So, der kommt runter. Scheiße, egal. Den blauen... Nein, irgendwen. Irgendwen müssen wir noch kaputt kriegen. Ja, so. Jetzt sind es noch zwei. Okay, Leute. Schließt eure Wetten ab. Schaffe ich das auf eine Ebene oder schaffe ich es nicht? Die Wette gilt. Wir sind auf jeden Fall sehr knapp. Vor allem, wenn die so viele Sterne schmeißen. Die sind beide jetzt schon schnell. Ich muss mich auf einen erstmal konzentrieren. Das wäre die beste Strategie gerade. So. Meine Güte. Es will keiner runterkommen, das gibt es nicht. Ah. So, sehr schön. Ich krieg das gerade absolut nicht hin, dass sie nochmal runterkommen wollen. Es will einfach nicht hinhauen gerade. Ich fühle mich jetzt gerade von diesem Spiel ein bisschen verarscht. Mann, kommt runter auf den Boden der Tatsachen, ihr Feiglinge. Oh, das zieht sich jetzt unnötig. Wenn ich jetzt gegen die versage, das wäre sehr scheiße. Oh, lasst euch endlich mal hier von diesen Dingern wieder treffen. Ne, die wollen absolut nicht. Ah, endlich. Wunderbar. Okay, es geht wohl nur, wenn die aufgebläht sind. Verständlich. So. Ne, klappt wohl doch nicht ganz. So wie ich es warte. Scheiße. Ach, Mann. Ich bin gerade zu nervös, weil ich wollte... Ja, ja, ja. Komm. Ja, okay. Nur noch einer, nur noch einer, nur noch einer. Scheiße. Ich hasse sowas. Komm schon. Geh auch kaputt. Mann, geh kaputt, habe ich gesagt. Ich habe ihn noch fast. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Scheißsterne. Und ich hatte sie fast. Sowas ist mehr als bitter. Scheiße. Da habe ich aber auch jetzt wirklich nicht mehr dran gedacht, dass sie noch solche, oder dass der noch solche Sterne hinterher schmeißt. Ah, das kam echt unerwartet. Mann, ich hätte geschafft, ich hätte geschafft. Und dann nur wegen so einem klitzekleinen Fehler lasse ich noch nach. Das ist echt nicht wahr. Ah, egal. Jetzt geht's denen definitiv an den Kragen. Jetzt könnt ihr mich mal kreuzweise. Jetzt gibt es definitiv die Rache des DJKR87. Wenn es dementsprechend klappen würde. Meine Güte. Das geht schon wieder nicht. So, wunderbar. Rot ist unten. Der nächste, das ist blau. Die haben irgendwie so eine verschiedene Farbmischung, die ein bisschen kompliziert ist. Aber ich wurde nicht getroffen. So. Okay. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Das schaffen wir diesmal. Oh Mann.
das sind wieder zu viele Sterne. So, jetzt komm runter. Einer von euch muss jetzt auf jeden Fall bald mal drauf gehen. Okay, so, von mir aus. Jetzt werden sie alle tollwütig. Scheiße, ich... Ja gut, ich habe keine Körperteile mehr, dann ist klar, dass ich nicht treffen kann. Ich glaube, jetzt habe ich mir ein Eigentor geschossen. Nicht dadurch, dass ich jetzt das Problem habe, dass der eine schon sehr viele Sterne schmeißt. Okay. Nämlich der hier. So, jetzt aber... Sehr schön. Nummer 1 ist weg. So, du willst wieder Steine schmeißen von mir aus. Ja, 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 komm, komm, komm. Okay. Bisher klappt's recht gut. Das hätte vorhin auch so gut klappen sollen, dass ich nicht so viel Energie verliere. Dann wäre das besser gegangen. Aber es war auch wirklich knapp. So, komm schon. Nur noch zwei Stück. Und die sind gleich auch geschieden. Nur noch einer. Und dann auch nicht mehr lange was zu lachen. Scheiße, falsche Richtung. Nein, nein, komm. Okay, der war... Scheiße, der war doch unten. Okay. Na komm. So, und das war's mit dir. Ihr habt es geschafft, Leute. Ah, meine Güte. Meine Güte. Es hätte besser laufen können, wirklich. Aber trotzdem, das eine Leben, das kriegen wir eh bald wieder. Der Blockkopf ist gleich wieder aufgefüllt. Beim nächsten Level kriegen wir unser nächstes Leben zurück. Also hissen wir die Fahne. Wunderbar. Mann, bin ich toll, Mann. Ja, wenn du mir vorhin nicht, wenn du mich vorhin nicht im Stich gelassen hättest, hätte ich das akzeptiert. Wir hatten einen super Bonus für den Boss.